Lied. So, jetzt. Borg, weißt du, wie man diese Kack-Funksprüche ausmachen kann von den anderen Leuten? Ja. Ach da, ja. Ja, habe ich gemacht. Sehr gut, ich komme jetzt vorgefahren, ne? Ich bin da, wo Kiel steht, ist ja so ein Unternehmen, ne? Und da bin ich. Warte mal, bist du beim Hotel? Bist du, hast du einen orangenen? Also einen orangenen Dings. Ach da, ja, ich hab dich auch als grün markiert. Okay, warte, ich komme zu dir. Jo. Nicht wundern, dass mein Lenkrad ist manchmal hier so. Und bei mir ist rot. Jetzt sehe ich dich gar nicht mehr. Hä? Bist du gerade in einem Unternehmensschild drin? Ach so, ja, warte, ich fahre da gerade hin. Da bist du. Moin. Bin jetzt hier auf der Straße. Nee, ich hab schon geladen gerade. Wer fährt vor? Willst du vorfahren? Ja, ne? Boah, ich hasse diese Leute, die einen überholen und dann voll nicht reincrashen, ne? Ja. Stimmt, dann kannst du es gleich einsenden, ne? Du musst manchmal auf mich warten, weil ich habe nichts vom Schnellen. Okay. Okay, lernen. Danke. Sag Bescheid, wenn ich zu schnell fahre, ja? Okay. Da stehen Kollegen. Hä? Was machen die da? Ach so, nee, das ist in der Gegenrichtung.
Hättest du den die Geschwindigkeitsbegrenzung eigentlich nicht? Ja. Ich sehe dich gar nicht mehr. Wo bist denn du? Ach so, okay. Hundertneun. Soll ich 80 fahren? Also ich fahre jetzt 80 gerade. Weißt du, wie man in die Außenperspektive gehen kann? Lenkrad. Ah, okay. Ja, danke. Okay. Ah, ich habe gerade gelernt, dass man mit Warnblinker anmacht, okay. Man lernt immer dazu in diesem Spiel. Ich habe gerade gelernt, wie man, dass man mit F Warnblinker anmacht. Ja, na, ich habe das GT Force von Logitech. Muss mal ganz kurz tanken, ja?
Ist ja eigentlich Kollision an, ja, ne? Ah, okay. Ja, jetzt kannst du eigentlich vorfahren, oder? Ja, ich komme jetzt nach gerade. Man muss aufpassen, wenn du rüberfährst, weil jetzt kommen da ganz schöne Raser gerade. Warum steht man mit einem, warum stehen hier Leute auf dem Standstreifen? Ja, aber warum? Weil wenn du dich hinstellst, dann kannst du doch auch im Menü AFK gehen oder bist du dann in-game immer noch da, wo du warst? Hm? Ja. Ja, ich gehe dann immer ins Menü halt, ne? Irgendwie hupen wir mal alle. Muss man hier eigentlich, also wenn man angenommen ist, kommt man denn hier auch noch in den Clan, oder? Wenn man sozusagen, du bist ja jetzt Geschäftsführer, steht da, ne? Kommt man denn hier auch noch in den Clan, oder? Ja. Bist du gerade durch die Baustelle durchgefahren? War bei dir da gerade keine Baustelle? Lol. Okay. Okay, ja, erzähl weiter. Okay, ja. Und du bist der das hier alles leitet, oder bist du halt einfach nur so eingestellt, sag ich mal? Okay. Ich bin in 1 Stunde 16 schon da. Ja. Wann bist du da? Na, ich muss heute noch bis auf die. Also, ich bin gerade. Hab gerade ein paar LKWs gekauft noch. Jetzt bin ich gerade auf 32.000 runter. Und jetzt habe ich mir die Idee in den Kopf gesetzt,
noch ein Auto zu kaufen halt. Und das kostet halt 50k. Und jetzt fahre ich halt ein paar größere Runden. Wollen wir denn noch eine zusammenfahren oder macht jeder sein Ding? Okay, ich bin gerade übrigens abgefahren und so zwar. Ja, also ich frag nur, also wenn du jetzt noch Lust hättest, nochmal zusammenzufahren, dann würde ich auch nochmal auf dich warten, aber sonst können wir auch jeder alleine fahren. Ah, nö, ja, können wir machen. Ja, okay, ja, dann machen wir das so. Hasse diese Tandemwaren. Also, wo du halt zwei Anhänger drin dran hast. Ich bin da mal mit in Berlin gefahren, gestartet und nach Hamburg gefahren. Du kommst in diesen Straßen in der Stadt nicht durch und ich habe mehr Minus gemacht als Plus am Ende. DB19, okay, ah ja. Ja. Hier hat gerade jemand eine Ansage für einen Konvoi gemacht, jemand. Wollen wir mitmachen? Hat er gesagt, ab jetzt können sich alle treffen in Osnabrück an der Werkstatt. Oh, es kommen gerade schon richtig viele. Also ich würde mitmachen. Ja. Sehr gut, Alter. Junge, jetzt mach doch eine. Alter, sorry, aber die Leute regen mich manchmal so auf, wenn die hupen die ganze Zeit. Wo ist denn hier diese Werkstatt? Okay. Ist ja geil, wo sich jetzt hier alle treffen bei der Werkstatt. Genau das Gelände ist das, wo ich abladen muss.
Also da liebe ich auch mein Leben wieder. Ach Gott, was ist besser? Worauf kann ich besser leveln? Auf Fernfahrten oder hochwertige Frachten? Ja, okay. Und wie kann man eigentlich einfach ohne Auftrag einen LKW fahren? Also, dass man einfach nur fahren kann, ohne dass man richtigen Auftrag hat. Habe ich gemacht, das steht jetzt. Du kannst nicht frei umherfahren. Ja. Ja, und jetzt? Ja, gut, dann warte mal, da muss ich hochleveln auf 50 da, auf diese 50.000. Warte mal, 37, was bietet sich denn an? 50. Oder warte mal, wie viel hat er jetzt gekostet? Ich guck noch mal ganz kurz nach. Ja, ich würde gerne halt. Das ist doch eigentlich auch ein eigenes Fahrzeug, wenn du dir ein Auto kaufst, oder? Weil das kostet nur 40 oder 50.000, warte mal. 50.000. Ich habe gerade halt. Aber ich habe eigene LKWs, aber es kommt trotzdem da. Ich habe mir ja drei gekauft gerade. Und deswegen habe ich jetzt nur noch 32.000. 37.000. Ach so, ich hab gerade den ersten genommen. Ja, stimmt. Okay, warte mal. Ja, der geht. Okay. Ja, dann ich will aber jetzt trotzdem noch hochleveln auf das Auto. Warte mal, 10.000. 7, 8, 9, 10. Dann habe ich 10. Ich brauchte jetzt noch 13.000er Auftrag. 14.000 für. Oh, lol. Hä? Warum? Für 16 Stunden kriegst du hier 14.999 Euro und bei dem anderen für 11 Stunden 15.677. Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ja, stimmt auch, aber du fährst ja sogar weniger Fahrzeit. Na egal. Ich nimm den besseren Auftrag. Okay. Boah, jetzt fahre ich hier wieder so eine lahme Ente. Oh Gott. Einen Volvo. Sorry, aber ich muss hier. Ich bin auf diesem Kackgelände, auf diesem Sandgelände, weißt hier, fahr, 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 fahr doch, Mann. Hä? Warum will der denn jetzt nicht fahren? Es hindert dich nichts zu fahren. Quack!
So, zurücksetzen und dann. Jetzt geht's. Sorry. Ich glaube, bei meinem Auftrag hat es davon abgehangen, weil ich mache jetzt hier so eine zerbrechliche Frachtfahrt. Muss man da irgendwas beachten, weil sowas mache ich zum ersten Mal. Okay. Ich fahre aus dem Gelände raus und dann springt es von 16 Stunden auf 9 Stunden. Warum? Hm? Ja. Ich bin gerade aus dem Gelände rausgekommen, wo ich eingeladen habe. Ja. Ja, okay, ja. Boah, diese Ausfahrten sind so schmal. Also, das ist sehr komisch irgendwie. Ich finde es gut, weil bei ETS ist es ja nur so, dass du Deutschland nur hast, ne? Ja, also bei ETS ist es halt so, dass du, also bei mir so, dass du nur Deutschland hast und hier halt, dass du halt eigentlich die komplette Welt hast, oder?
Bei ETS oder hier? Bei ETS oder hier? Ja, also ich habe ETS nur im Singleplayer gespielt und Truckers MP halt nur im Multiplayer. Weil, also eigentlich, also bei ETS spiele ich halt jetzt seit 3 Jahren und Truckers MP halt seit 2 Wochen so. Und ja, deswegen ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich mich noch nicht so gut auskenne. Ja. Und die Fahrzeiten sind auch gut gemacht, weil bei ETS hast du einen Maximalauftrag von 6 Stunden, weißt du? Ah ja. Hä? Hier ist einfach eine Schranke, aber es ist nichts mit Maut. Ach, ich fahre jetzt durch ein Naturschutzgebiet und deswegen muss ich jetzt bezahlen, oder was? Was wär's denn jetzt für ein Auftrag? Oh. Geschwindigkeitsüberschreitung $380 oder Euro. Ja, so kann man es auch mal machen, oder?
Alter, das ist ja auch richtig gemein. Du fährst 81 und wirst geblitzt. Nee, ich war in der 80er-Zone, bin ich 82 oder 81 gefahren und wurde geblitzt und mir wurden jetzt 320 Euro abgezogen. Das ist unverschämt. Boah, mein Bein ist gerade eingeschlafen, weil es die ganze Zeit auf dem Gaspedal lag. Weißt du, mein Ventilator? Okay, gut. Ja, der ist ganz schön laut und der stört, wenn man ihn hört. Sag Bescheid, wenn du den hörst. Doch, richtig realistisch. 85 Grad sind draußen angeblich. Und ich fahre 0 km/h. War ich in den Elbentunnel. Ich habe jahrelang niemanden mehr gesehen hier. Ich finde es doof, dass es in Österreich keine Aufträge gibt.
Wo bist du gerade? Ach so, ja. Wie bitte? Ja. Ich habe noch 188 und bin gerade kurz hinter Stockholm. Jetzt kommt wieder so ein Drängler hinter mir. Na gut, dann muss ich jetzt mal schneller fahren.
Boah, habe ich mich gerade erschreckt. Von oben kommt einfach so ein Flugzeug und ich falle in den Tunnel rein und ich habe gerade gedacht, das ist irgendwas Komisches oder so. Wie kann man eigentlich dieses Arbeitslicht anmachen, dieses Rundumlicht? Wenn es nicht weiß, ist es auch okay. Endlich. Oh, was ist... Ach so, ja, alles gut. Oh, hopp. Kann ich mir wenigstens mein Auto kaufen. Das habe ich mir verdient, glaube ich. Endlich. Oh ich muss mir, glaube ich, gleich erstmal was zu trinken holen. Muss nur normales Licht anmachen, oder? Oder soll ich Fernlicht anmachen? Machst du meistens zweimal oder nur einmal L?
Scheiße, ich bin ein Geisterfahrer. Permaban? Ach so. Ich fahre gerade leicht zu schnell, glaube ich. Ich fahre jetzt erstmal auf die Autobahn und verfolge ein bisschen Leute, wo die hinfahren. So richtig hobbylos. Wo bist du denn gerade? In der Schweiz. Kann man sich irgendwie spawnen irgendwie oder muss man hinfahren? Wozu kostet die was, die Garage? Okay, dann habe ich keine. Also, ich bin ja gerade in Osnabrück gestartet. Wie lange würde man fahren? Okay. Jo, du, ich muss mal auf, ne? Eine Sekunde, ich markiere dich kurz mal auf Teamspeak als Freund. Okay. Sehr gut. Dann bis nachher oder so, ne? Den noch. Sehr gut. Tschö. User disconnected from your channel. Thank you.